Hi Freunde, Klappe die zweite. Die erste habe ich schon mal richtig versemmelt, weil ich keinen Ton an hatte. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt nochmal. Es ist wieder Freitag, wann auch immer ihr das hier seht. Heute ist Backzeit auf jeden Fall. Das Schöne dabei ist, ich backe heute nicht allein, beziehungsweise ich bin hier nicht der Hauptakteur, sondern meine liebe Frau. Die ist nämlich hier und wir backen heute zusammen. Hallo. Genau. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Backen. Ich wollte gerade sagen, Kochen zum Backen. Wir machen nämlich heute was ganz Leckeres. Natürlich wieder mit Erdbeeren, weil es ist ja immer noch Erdbeerzeit. Ich muss mal kurz gucken, wie habe ich es genannt? Schokowaffel-Erdbeertraum. Und damit kommen wir zu den Zutaten. Okay, Freunde, nach meiner langen Begrüßung geht's hier los mit dem Ei. Das wird erst getrennt, ja, in Weiß und Gelb. Das Gelb kommt gleich hier rein. Ja, wie gesagt, trennen. Gelb ist da rein, Weißes kommt dann hier rein und wird steif geschlagen. Komm mit drin. Was? 150 Gramm Zucker, 1 Eigelb. Echt? Na dann los, rinn damit. Und dann? Und dann schlagen. Schlagen. Sie schlägt mich. Und ich schlag das hier so. Muss ich hier drehen. Ja, der Eischnee ist fest, wie man sieht. Fest. Öl dazu. Und jetzt die Erdbeermilch. Und mixen. Nee, das kommt erstmal. Ach so. Du siebst doch das Mehl immer durch. Ja, ist ja gut. Wir haben jetzt hier Mehl vorbereitet und jetzt kommt das Backpulver dazu und das wird dann alles durchgesiebt. Und sieben. Du kannst es auch schütteln. Chaos-Koch. Guck mal, jetzt hältst du die Hand davor. Obwohl das eigentlich eine Schale, eine Schüssel ist, die wir extra von Zenka dafür bekommen haben, dass die zu ist. Ja, die ist ja auch zu, aber trotzdem schwitzt ein bisschen raus. Salz kommt noch dazu, Leute. Nicht vergessen. So sollte das dann aussehen. Und jetzt wird einfach nur der Eischnee untergehoben. Wenn man nicht unbedingt die Schüssel davor hält. Für den Kuchen brauchen wir hier eine relativ kleine Form. Und die einfach auch mit Backpapier auslegen und dann Teig rein. Feuerfrei. Genau, schön verteilen. Glatt wie immer. Und dann geht das schon in den Ofen. Wie lange? 30 Minuten bei 180 Grad. Umluft. Mhm. Während der Kuchen jetzt, beziehungsweise der Teig jetzt im Ofen ist, fangen wir schon mal an, die Erdbeeren klein zu schneiden. Ja, hier kann man das schon mal gut sehen. Wenn ich eine Weile filme, kann ich mich davor drücken. Ob wir die nachher brauchen, wissen wir noch nicht. Was machst denn du jetzt hier? Die Schokolade klein, weil wir die gleich schmelzen müssen. Und hierzu brauchen wir wie immer eine Schüssel. Die weiße Schokolade kommt da rein und dann muss die im Wasserbad, im warmen Wasserbad aufgeweicht bzw. flüssig gemacht werden. Für die Creme brauche ich jetzt hier erstmal einen Topf. Da kommt der Rest der Erdbeermilch rein. Ein Teelöffel Agar-Agar dazu und das Ganze dann mit dem Schneebesen durchrühren, dass es nicht klumpt. So, und welche? Eins. Nicht hier. Zwei. Kommt das Ding auf dem. Drei. Und welche? Alter! Vier. Und während ich hier weiter rühre, kommt das auf den Herd und das Ganze lasse ich jetzt 2 Minuten blubbern. Was lasst du? Heiß blubbern! Kochen. Die Erdbeermischung ist jetzt fertig aufgekocht und die kommt jetzt hier zur weißen Schokolade dazu. Schön einrühren. Ah, oh, das machst du gut, Schatz. Guck mal, mit so viel Gefühl wird hier gerührt. Oh, wie sie Werkzeug benutzt. Mhm. Mal wieder auf fair. Der Boden ist jetzt abgekühlt einigermaßen, also ist nur noch lauwarm. Und jetzt kommt die Konfitüre drauf. Schön verteilen. Das ist im Grunde Erdbeermarmelade, wenn man es jetzt mal so sieht. Einfach Erdbeermarmelade nehmen und draufklatschen, breit schmieren und dann ist es gut. Während das Ganze jetzt hier
gleich anfängt zu kochen, macht meine Frau hier schon mal die leckeren Erdbeeren auf den Boden. Warum hast du eigentlich ein Handtuch unterlegt? Weil der hat noch ein bisschen warm ist. Ach so, ich dachte, du saust rum. Nee, das machst du ja nur. Okay. Die Schokoladencreme ist jetzt schon fast fest geworden. Diesmal. Die muss jetzt hier auf den leckeren Kuchen drauf. Guckt euch das an. Ja, das sieht gut aus. Guckt euch das an, Freunde. Soweit ist jetzt alles drauf und jetzt zum Schluss kommen noch die Schokowaffeln drauf. Hui. Der Kuchen ist jetzt soweit fertig, schön belegt. Muss jetzt aber noch ein bisschen abkühlen. Also der kommt jetzt noch eine Nacht in den Kühlschrank, damit die Creme fest wird. Also richtig fest wird. Und morgen gucken wir uns den dann an und probieren den. Schaut euch das an, das sieht doch schon mal lecker aus. So, dann tschüss. Tschüss.